Die Fraktion Die Linke, der Kollege Jörg Cezanne. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Steuerliche Förderung der Elektromobilität. Das erweckt immerhin die Hoffnung darauf, dass es die Bundesregierung vielleicht mit der Verkehrswende jetzt noch etwas ernster nimmt. Allein der Eindruck täuscht, es handelt sich um Etikettenschwindel. Was mit Steuernachlässen tatsächlich gefördert wird, und das ist der wesentliche neue Punkt in diesem Gesetz, alles andere sind kleinteilige Verlängerungen von Regelungen, die bereits gültig sind, ist vielmehr die private Nutzung von Dienstwagen. Das ist auch keine Kleinigkeit, denn mindestens 5 Millionen, also jedes neunte Auto, ist ein solcher Dienstwagen oder ein gewerblich genutztes Fahrzeug. Aber wie man das macht, hat dann eben Einfluss, und hier setzt unsere Kritik an. Wenn Sie sich schon nicht zu einem entschiedenen Vorrang des öffentlichen Verkehrs, der E-Mobilität auf der Schiene, der großen Mehrzahl der Menschen in unserem Land zugutekommen würde, wenn Sie sich dazu schon nicht entschließen können, dann sollten Sie aber auch nicht nach dem Gießkannenprinzip schwere, energieverbrauchsintensive, teilelektrische oder elektrische Geländewagen und Luxuslimousinen fördern. Auch bei batterieelektrischen Antrieben muss es eine Mindesteffizienzgrenze geben. Dazu haben wir in unserem Entschließungsantrag einen Vorschlag gemacht. Den könnten Sie gerne heute annehmen. Hinzu kommt, dass Steuerermäßigungen grundsätzlich diejenigen überdurchschnittlich begünstigen, die, weil sie hohe Einkommen haben, auch hohe Steuern bezahlen. Also auch diese Regelung bei den Dienstwagen hat eine soziale Schlagseite und ist deshalb aus unserer Sicht in dieser Form nicht hilfreich. Soweit Sie damit insbesondere teure und große Wagen steuerlich günstiger stellen, helfen Sie auch denjenigen nicht, die darauf angewiesen wären, dass Elektrofahrzeuge künftig billiger werden, weil sie in größeren Mengen produziert werden können. Auch hier stimmt das Vorgehen mit dem Ziel nicht überein. Dennoch, Frau Tillmann, gibt es durchaus auch ein bisschen Grund zu guter Laune. Es gibt eine Reihe von zustimmungsfähigen Maßnahmen. Darüber haben wir ja auch im Ausschuss gesprochen. Insbesondere freut auch uns, dass Sie die Umsatzsteuer für Hygieneprodukte, für Menstruationsprodukte senken wollen. Das findet unsere Unterstützung. In dem vorliegenden Antrag meiner Fraktion wären wir gerne noch einen Schritt weitergegangen. Dort haben wir vorgeschlagen, dass solche Produkte in öffentlichen Gesundheitsstellen, aber auch in den sanitären Einrichtungen öffentlicher Gebäude zukünftig kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. Das können wir ja nächstes Jahr im Jahressteuergesetz dann noch mal aufgreifen. Letzter Punkt aus meiner Sicht. Auch ich möchte noch mal betonen, und das hat ja in der Anhörung durchaus eine große Rolle gespielt, dass wir es sehr begrüßen, dass Sie von der von Ihnen vorgesehenen verunglückten Anpassung der Umsatzsteuer für Bildungsleistungen an das Europarecht jetzt Abstand genommen haben. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, mit den Verbänden hier eine Regelung zu finden, die den Bedenken der Volkshochschulen und anderer Bildungsträger Rechnung trägt. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die Kollegin Lisa Paus.